Kommen Sie mir mal näher. Ich muss ein bisschen flüstern. Heute gibt's eine Gartenarbeit. Die wird nur einmal im Jahr gemacht. Ganz früh morgens. Hier draußen, es friert noch. Ein doppelstarker Kaffee. Bringt mich auch nicht auf die Gänge. Schlaf direkt noch in den Augen. Aber die kann man nur heute machen. Heute wird wieder was quasi gepflanzt. Hier, sieht man das? Die Kiste hier zwischen meinen Beinen. Ich zeige sie Ihnen mal. Ja, die wird heute gepflanzt. Quasi. Bisschen in die Gänge kommen. Bleiben Sie mal dran. Wir gehen mal hinten rüber. Das ist nämlich eine ganz geheime Sache. Die darf keiner sehen. Wir gehen los. So, jetzt sind wir ein bisschen außer Reichweite. Jetzt kann ich mich auch ein bisschen besser artikulieren. Wissen Sie, was wir tun? Pflanzen. Hier. Ostern. Ostersonntag. Der schönste Morgen im ganzen Jahr. Auch wenn ich nicht in die Gänge komme. Hier gibt es bei uns noch traditionelle Ostern. Mit Eiern und Geschenken und all so was. Und das werden wir heute für die Kinder verteilen. Dafür ist der Garten ideal. Also ich liebe so Traditionen. Ich bin schon mit dieser Ostertradition groß geworden. Wir hatten nicht so einen großen Garten damals. Aber ich bin schon damit groß geworden. Und habe mich immer gefreut, Ostereier zu sammeln. Und das soll auch bei uns so sein. Hier haben wir gestern gefärbt. Eigene Eier. Und weil wir zwei haben, Kinder meine ich, eine Seite ist für den Großen, eine für die Kleinen, für den Kleinen. Und da fangen wir schon mal mit an, damit die in Stimmung kommen. Einer rechts, einer links. Ah, wo legen wir das hin? Da. So, ziehen wir uns jetzt hier durch den Garten. Wir fangen mal ganz simpel an, mit Sachen, die ganz leicht zu finden sind. Aber ein paar, die werde ich nachher noch richtig verstecken, damit die auch was zu suchen haben. Ist das nicht schön? Die Sonne geht gerade auf. Und ich spiele Osterhase. Bleib liegen. Für den Großen kann man das schon ein bisschen komplizierter machen. Da könnte der Osterhase auch drin gewesen sein, was? Der mag doch bestimmt Spinat, der Osterhase. Deswegen haben wir hier ein Huhn. Das stellen wir mal hier zwischen den Spinat. So. Ah, und ein Ei können wir auch noch verstecken. Der Osterhase ist ja ein linker Vogel. Ah. Da. Für den Kleinen nicht ganz so kompliziert. Ein Schaf. In der Johannisbeerpflanze. Ich sag Ihnen, Osterhase ist ein linker Vogel. Das ist auch ein guter Ort hier. In der Astgabel. Ich muss ja zugeben, wir haben auch schon Jahre gehabt, da haben wir die ganzen Dinger nicht wiedergefunden, die ich so verteilt habe. Aber na gut, gehört mit zum Spaß. Das ist auch der ideale Ort hier. Da. Auf, dass der Große sich einen Wolf sucht. Und eins in den Rhabarber. Und noch linker, eins hier auf den Hühnerstall. Das sieht auch gut aus hier, für den Kleinen. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter.
Da sind nämlich noch andere Sachen zu verstecken, die muss ich Ihnen noch zeigen. Vielleicht für Hobbygärtner besonders interessant, was die Industrie alles rausbringt hier, das sieht mir aus wie eine Möhre. Und meinen Sie, dieser Osterhasenvogel, der ist so link und legt auch ein Ei ins Hühnergehege? Ach, in diesem Jahr macht er das mal. Ich hoffe, das bleibt auch stehen, hier bleibt doch liegen hier. So, dahin. Flossen weg. Flossen weg. Und nicht raus hier. Und wenn der Osterhase schon so link ist, bei den Hühnern was hinzulegen, dann ist der bestimmt auch so link und legt ein Ei ins Wachtelgehege. Das ist gut, da kann der Kleine direkt die Eier mit rausnehmen von den Wachteln. Da, ein paar Kumpels von dem. Hier, auf den Einachser. Und ein paar hat er in der Schubkarre verloren. So, jetzt gehen wir nach draußen hier hinten. Hier ist so viel Platz. Da kommen dann die Hauptdinger hin, die Hauptgeschenke. Ach, so langsam kriege ich das richtige Osterhasenfeeling. Sonnenaufgang, ha, raureif. Der Garten schön gepflügt. Ich sag Ihnen, die Tradition, das ist, was wo man dran hängen sollte. Der Osterhase mag auch Bienen. Hier könnte auch was verloren haben. Das kann nie schaden. Und er muss ja bestimmt auch mal eine Pause machen, der Osterhase. Und dann legt er sich hier auf das weiche Heu von den Kaninchen oder Stroh. Ob der das findet, kommt, bleibt drin. Was haben wir noch? Ja, legen wir einfach dabei. So. Ob das gleich noch da oben liegt? An Hasenbraten. Tut mir doch bestimmt Rosmarin, was? Passt dazu. Und eins ist dem aus der Tasche gefallen. Dein. Was kriegt der Große? Ein Abo für sein Kindle oder sowas? Wo können wir das hinhängen? Hier hin. In den Pflaumenbaum, der schon blüht. Und was hat der Kleine? Ein Fußballbuch. Okay, hängen wir das mal dahin. Job erledigt für heute. Wissen Sie, wenn Sie keine Kinder haben, dann werden Sie nicht verstehen, warum diese Gartenarbeit erheblich angenehmer ist als diese ganze Schufterei da hinten. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Gärten. So. Und jetzt gehe ich rein. Die springen wahrscheinlich schon seit 5 oder vorne im Dreieck und dürfen aus ihren Zimmern nicht raus. Aber so ist das. Tradition eben. Mit der bin ich groß geworden. Mit der werden die groß. Und sie hat noch keinem geschadet. In diesem Sinne mal was Humoristisches aus meinem Garten. Der Osterhase war unterwegs hier. Wie in jedem Jahr. Und ich freue mich immer noch. Jedes Jahr aufs Neue und im nächsten Jahr wird dasselbe Spiel wieder so sein.
Dann werden die Kinder nachher strahlen und dann weiß ich, warum ich hier das ganze Unternehmen. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, da gibt es dann die seriösen Sachen. Oder auf meinem YouTube-Kanal abonnieren, Like-Button drücken. Und jetzt frohe Ostern. Bis dann. Tschüss. Ich bin Sie hier nicht am Verarschen.